Hallöchen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es so eine kleine Reitreihe von Callisto. Wir starten jetzt gleich dann mit einer relativ frühen Einheit, wo er das Leichtdrama noch nicht so gut fand. Und dann geht es im Anschluss direkt weiter mit ganz aktuellen Videos, wie der ganz aktuelle Stand ist. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Oh, wie mache ich das jetzt? Wie löse ich das? Scheiße, das ist nicht gut. Oh Mann. Okay, ich hab's. Okay, nein, das ist, glaube ich, noch ein bisschen viel mit Leichtfarben. Hallo. Hallo. Nein. Jetzt wird entweder geäppelt oder nur gepupst. Nein, nein, nein. Freundenbuckler. Juhu! Komm, Jena. Komm. Ja, fein! Das war jetzt die erste Reiteinheit, die ich mitgefilmt habe von Callisto. Das war am 20. Mai. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellsten Reiteinheit vom 11. Juni. Also da ist jetzt fast ein Monat zwischen. Und da waren Jenny und Nina am Stall. Ich war da nicht am Stall. Von daher ist halt manchmal auch hochkant gefilmt. Bitte seht es Nina nach. aber ich bin trotzdem super glücklich, dass sie gefilmt haben und dass ich euch das hier auch zeigen kann. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der nächsten Reiteinheit. Sonst soll ich reinkommen in die Mitte? Oder stört ihn das? Zum Aufsteigen erzähle ich noch mal kurz was zu. Wir haben Callisto am Anfang zu oft Leckerchen gegeben. Und in dem Sinne, wenn er brav gestanden hat, haben wir ihm ein Leckerchen gegeben. Er hat eben brav gestanden, dann ist er zurückgegangen, um ein Leckerchen zu bekommen. Und ihr habt gesehen, dass Jenny ihn hinten an der Schulter einmal, also hinten an der Gruppe, Entschuldigung, die Schulter, touchiert hat. Das ist ein Trick. Also wenn ich mich auf die Aufstiegshilfe stelle, egal wo er steht, solange ich mit der Gerte an die Gruppe komme, stellt er sich immer so hin, dass ich aufsteigen kann. Dadurch, dass wir das so viel mit Leckerchen gemacht haben, geht er halt dann immer rückwärts, weil er halt das Leckerchen haben wollte. Das habe ich nach dieser Einheit, habe ich das wieder bei ihm rausgenommen, aber ich habe es nochmal mit ihm geübt und habe ihm halt wirklich auch erst ein Leckerchen gegeben, als ich mich dann rübergelehnt habe über ihn und er auch weiterhin brav stand. Und jetzt hat er es auch wieder voll drauf.
Und genau, im Moment reitet nur Jenny Calisso. Jenny ist schon ein Pferd eingeritten. Sie hat, was das Einreiten angeht, einfach mehr Erfahrung als ich. Ich arbeite weiter vom Boden aus mit ihm und gebe Hilfestellungen. Und Jenny reitet ihn dreimal die Woche für, ich glaube, ungefähr 10, 15 Minuten. Mit ihm dann im Roundpen Lenkung üben. Und im Moment sind wir halt noch beim Leichttraben, was aber auch wirklich schon sehr gut funktioniert. Und ich denke mal, so einen Monat werden wir dann den Galopp noch mit dazu nehmen. Und er ist wirklich ein richtiger Streber. Er macht extrem gute Fortschritte, er macht extrem gut mit. Und wenn wir merken, okay, es ist die Puste raus, auch nach 5 Minuten, dann hören wir halt auch einfach wirklich auf. Wir richten uns da ganz nach Calisto, beziehungsweise Jenny macht das auch total toll und achtet wirklich sehr aufs Pferd. Und wenn sie merkt, dass, weiß ich nicht, 5 Minuten reichen heute, weil er hat heute einfach nicht den Kopf dafür, sich das alles zu merken, dann hören wir auch einfach wieder direkt auf. Von daher, es stresst uns niemand, wir haben alle Zeit der Welt und wenn Calisto diese Zeit noch braucht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ich gebe mein Bestes, dass ich jetzt auch öfter die Reiteinheit mitfilme, dass ich so eine kleine Reihe machen kann, dass ihr dann wirklich auch Schritt für Schritt dann die Fortschritte seht. Und ja, ich denke, das ist für mich halt nachher auch ganz schön dann zum Anschauen, wie Calisto sich einfach entwickelt hat. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Video und ich lasse auch den Originalton drinnen. Was habe ich recht? Achso, lol. Verbeugen. Ich weiß noch, Intensivwoche bei Fröhlich. Sareiko, wie er sich mit Helly, glaube ich, war das. Ja. Einfach hinlegt. Ich hab's Helly auch gemacht. Echt? Ja, moin. Ja. Ja gut, wer es hat, der hat's, ne? Eigentlich wolltet ihr. Was er will, ist was anderes. Aber hast du gerade gemerkt, wie er kurz mit dem Arsch so... Er war kurz überlegen, oh, was mache ich jetzt?
Traben, dann andere Hand. Sähst du jetzt auf einer Stute, sähe das alles ganz anders aus. Sähst du jetzt auf einer Stute, sähe das alles da gerade ganz anders aus. Ihn juckt da volle Kanne was. Ja, volle Kanne. Nee, er kratzt sich dann, wenn er möchte. Nicht, wenn du das sagst. Oh, das war gut. Der ist. Das hat sich angehört wie eine Tuba. Das wäre jetzt echt doof, wenn du jetzt noch einmal trabst und dann passiert was und ich filme nicht. Ich glaube wirklich, dass das letzte Mal an der Tüte gelegen hat. Böse Tüte. Ja, super.